Beim Jahrhunderthochwasser im Juni 2013 stand es hier spitz auf Knopf. In Einbrach war vor allem in der Nacht vom 4. auf den 5. Juni nicht klar, ob der Deich hält. Er hat gehalten, aber trotzdem war danach allen Verantwortlichen klar, auch hier muss etwas passieren in Sachen Hochwasserschutz. Es war damals 2013 in den ersten Junitagen ein Brennpunkt hier. Ich war damals, das war die Kreisstraße, man hat an der Kreisstraße Auffüllungen gemacht, damit wirklich das Hochwasser, das an der Kreisstraße gestanden ist, nicht überschwappt auf die Straße, auf die Häuser. Das war ein Brennpunkt und deswegen freut es mich hier jetzt an der Stelle zu sein, wo es damals wirklich gefährdet war, die Stelle, wo auch die Häuser hier gefährdet waren, dass man jetzt speziell in diesem Gefahrenbereich was getan hat. Also ich glaube, das funktioniert und man hat wirklich den Fortschritt erkennen können. Seit Beginn der Bauarbeiten im Mai ist bereits einiges passiert. Die Straße zwischen Einbach und Hermannsdorf wurde abgerissen, um Platz zu schaffen für einen verbreiterten Deich, der mittlerweile auch bereits zu großen Teilen neu aufgeschüttet ist. Auch die Kanäle und Leitungen zwischen den beiden Ortschaften haben die Arbeiter neu verlegt. Da die Bebauung in Einbrach bis an den Deich heranreicht, war eine Erhöhung in diesem Bereich nur mit einer Betonmauer möglich. Auch diese ist nun aber schon größtenteils fertiggestellt. Jetzt sind wir mittendrin, dass wir das Schöpfwerk herstellen. Das alte Schöpfwerk wird ja ersetzt durch einen Neubau. Das alte wurde schon abgebrochen. Das hatte nur 800 Liter pro Sekunde Förderleistung. Und der Neubau bekommt dann 3400 Liter pro Sekunde, also mehr als das Vierfache. Die Baugrube für den Neubau ist jetzt schon sehr weit fortgeschritten. Also wir stehen plangemäß vom Terminplan da. Bis Ende nächsten Jahres soll die über 7 Millionen Euro teure Baumaßnahme abgeschlossen sein. Fast 1,2 Kilometer Deich sind dann für ein 100-jährliches Hochwasser gerüstet. Man sieht, dass für die Menschen was getan wird, dass die in Sicherheit in der Zukunft leben können. Die wollen da bleiben. Dort, wo man daheim ist, ist man daheim und da will man auch bleiben. Und deswegen finde ich es ganz, ganz gut, dass alle Behörden, alle Stellen hier zusammenhelfen, um für die Bürgerinnen und Bürger den Hochwasserschutz zu gewährleisten. Bis der aber auch wirklich lückenlos ist, wird es wohl noch einige Jahre dauern. Denn im Falle eines Hochwassers droht den Bürgern in Einbrach und Hermannsdorf immer noch Gefahr. Hermannsdorf und Einbrach bekommen eine sogenannte Insellösung. Das heißt, die sind komplett mit Deichen umschlossen. Und die Binnendeiche, praktisch auf der Südseite von Hermannsdorf und Einbrach, die fehlen noch. Die sind aber auch schon beantragt im Planfeststellungsverfahren, das letztes Jahr eben im Herbst begonnen wurde. Voraussichtlich im Jahr 2019 können dann auch dafür die Bauarbeiten beginnen.